Hallo Freunde und willkommen zur 7. Folge von Curious Expedition. Wir fangen auch nicht lange an zu labern, wir legen gleich los. Und nach den arktischen Abenteuern der letzten Folge gehen wir diesmal wieder in den Dschungel. Voller Aufregung, ob des nahenden Abenteuers, bahnte ich mir meinen Weg zu den Docks. Der Kapitän war noch nicht eingetroffen, also trank ich eine letzte Tasse Tee. Der Soldat, der uns gebeten hat, Konrad, den Deserteur zu finden, trat an uns heran. Als er hörte, dass wir gezwungen gewesen waren, ihn zu töten, versicherte er uns, dass wir uns richtig verhalten hatten und entlohnte uns für unsere Mühen. So, jetzt gibt es erst nochmal gut Geld. Ein einäugiger Jäger macht mir ein interessantes Angebot. Er erzählt mir über eine gefräßige Hyäne namens Snufftrottle. Er verabscheute die Kreatur aus tiefstem Herzen und wollte sie vom Antlitz der Erde verbannen. Er versprach mir eine angemessene Entschädigung, sollte ich die Bestie finden und ihren Pelz nach England bringen. Ja, das probieren wir doch mal aus. Leider haben wir keinen Platz. Aber wir kaufen noch ein bisschen Ausrüstung. So. Die behalten wir mal. Die können wir eventuell tauschen. Fackel haben wir. Davon nehmen wir 2. Ach, die kann ich gar nicht. Okay, gut. Ich dachte, die könnte ich eintauschen. Aber offensichtlich nicht. Also die könnte ich gegen Ruhm eintauschen. Stattdessen wird sie eben als Währung, wenn ich mit den Einheimischen tausche, fungieren. So. Ja, okay. Setzen wir die Segel zu neuen Abenteuern. Expedition 5. Soweit bin ich noch nicht gekommen, als ich es ausprobiert habe. Das heißt, es wird jetzt etwas Neues geben. Und ich bin sehr gespannt. Also auf jeden Fall müssen wir in den Dörfern ein bisschen was eintauschen, damit wir von den Ruhmpunkten her nach oben gehen. Ach, das ladet wieder so lange. Na gut, dann erzähle ich mal was Lustiges. Ich hatte Wahlkampfberater der AfD bei mir. Also die sind ans Haus gekommen und haben geklingelt und wollten mir von ihrer Partei erzählen. Und also ich finde es wahnsinnig lustig. Die fanden es nicht so lustig. Ich verstehe aber nicht, warum. Als ich denen sagte, dass ich das einzig Braune, das ich in meinem Haus akzeptiere, der Inhalt der Kloschüssel ist, weil ich die Scheiße herunterspülen kann. Die fanden das nicht lustig. Ich verstehe nicht, warum. Ich fand's gut. Ich fand's zum Brüllen. So. Wenn man das mit so viel Emotion erzählt wie ich gerade, dann macht's besonders viel Spaß, oder? Dann schauen wir mal. Oh, das ist die Hyäne und die sieht böse aus. Ich glaube, das ist sie. Snufftrottle, die Hyäne. Keine Ahnung, ob wir die erledigen können, aber wir werden es versuchen. Aber erst werden wir dieses Gebiet durchsuchen nach einem Stoßzahn. Und jetzt probieren wir es mal mit Snufftrottle, der Hyäne. Ob wir sie klein kriegen. Komm schon, blödes Vieh. Ja, eigentlich, oh Gott. Das wird heftig. Aber wir geben nicht auf. Los. Oh ja. So, das wird ein Massaker. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, oh, ich bin total nervös. Oh Gott. Der macht meine Hunde fertig. Noch vier. Ja. Ich hab keinen mehr. Nein, das kann ich vergessen. Ich muss fliehen. Jetzt habe ich die Überwachung eingesetzt. Oh nein. Scheibenkleister. Nein, 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 nein. Oh, jetzt habe ich die falsche geheilt. Was war denn das? Ach, das ist der Auftrag, okay. Ach, natürlich, sie hat wieder volle Lebenspunkte, verdammt. Das hat sich ja richtig gelohnt. Schnell weg. Ist das ein Erdbeben? Wow! Was war denn das? Ach, toll. Wir entschieden, dass es eine gute Idee wäre, einen Moment zu verweilen, um allen einen Moment der Ruhe zu geben. Es war eine pechschwarze Nacht, als wir uns bemühten, es uns am Feuer bequem zu machen. Die Leute begannen unter dem Druck zusammenzubrechen und aus einer einfachen Diskussion mit Tim Timster und James Sterling wurde ein lauter Streit. Wenige Momente später flogen auch schon die Fäuste und ich fürchtete, die ganze Angelegenheit würde in Mord und Totschlag enden. Ja, toll. Beide sind geheilt, wen nehme ich? Ach, Tim Timster. Oh mein Gott. Wir zerrten Tim Timster zurück und trennten die beiden. Zwar hatten sie sich bald wieder ein wenig beruhigt, doch von jedem Tag an waren sie aneinander feindlich gesinnt. Ruh dich aus und hoffentlich kriegst du ein bisschen Lebenskraft dazu. Ach, das ist jetzt richtig schlecht, ey. Verdammt. Diese scheiße Jene. Schamanenhütte? Hm? Oh nein. Der Arme. So, bitten wir mal um Heilung. Der Schamane war bereit, uns seine Dienste zur Verfügung zu stellen, doch verlangte, dass wir ihn im Voraus bezahlen. Hat er was für uns? Eher wenig. Ja, und die armen Hunde, denen hilft natürlich keiner. Aha. Das Gebiet haben wir, glaube ich, noch nicht. Ein Schrein. Nein, den Schrein werde ich jetzt definitiv nicht erkunden, weil wir werden nichts plündern. Ah, ein eingeborenes Dorf. Sehr gut. Heute erreichen wir das Dorf. So, und da werden wir jetzt ein bisschen übernachten. Ich wies meine Truppe an, unsere Vorräte abzuladen und uns für die Nacht bereit zu machen. In dieser Nacht hielten die Dorfbewohner eine Art Zeremonie ab und boten uns Kokosnusshälften mit einem alkoholischen Getränk an. So, ah, natürlich, Tim Timster wird zum Alkoholiker. Wir nahmen ihr Angebot an und reichten das Getränk herum. Es schmeckte scharf und nach Kokosnuss und wir tranken und lachten bis spät in die Nacht. Tim Timster hatte zu tief ins Glas geschaut und fiel schließlich an Ort und Stelle um und begann laut zu schnarchen. So.
Dann schauen wir mal, haben wir irgendetwas, was wir eintauschen können? Okay, zwei Mangos. Das reicht. So. Ach verdammt, ich habe gerade irgendetwas. Du fühlst dich verfolgt. Okay. Jetzt los. Oh, Luis erlag seinen Verletzungen. Der Arme. Sag mal, bricht die Welt auseinander oder was ist los? Oh, geil, ein Alligator. Ah nein, das sind ja die Geysire, stimmt ja. Ha, Steinkreis. Dann schauen wir doch mal. So, dann werden wir mal ein Dorf enthüllen. Eine Gruppe einheimischer Krieger erschien, wie durch Magie herbeigerufen. Sie mussten uns verfolgt haben, seit wir ihr Dorf verlassen hatten. Ihr Anführer war offensichtlich erzürnt über meine Taten und verlangte einen Tribut zur Wiedergutmachung. Dann schauen wir doch mal. Mir gelang es irgendwie, sie zu beruhigen und den Frieden zu wahren. Schließlich gestatteten sie mir die Weiterreise. Oh, das haben wir gut gemacht. Da oben ist ein Dorf und da unten. Ja, wir werden in diese Richtung weitergehen. Okay, ich riskiere es einfach und hoffe, dass da irgendwas ist, was uns hilft, weil wir haben keine geistige Gesundheit mehr. Natürlich, der gute Tim Sterling fällt wieder in eine Sperrfalle. Ein altes Zeltlager. So. Oh, gut. Sehr gut. Mangos füllen die geistige Gesundheit wieder auf, wie jeder weiß. Zum kleinen Preis. Oh, geil, ein Elefant. So. Ach, lassen wir mal den guten Tim draus trinken, der ist eh Alki. Ich wies Timster an, aus dem geheimnisvollen Kelch zu trinken. Er sah mich einen Moment zögernd an und dann leerte er den Kelch in einigen wenigen Zügen. Sein Gesichtsausdruck änderte sich schlagartig und ich glaubte, einen Anflug von Erleichterung zu erkennen. Anschließend wirkte er ungewöhnlich friedlich und ruhig, so als könne nichts auf der Welt sein Gemüt mehr trüben. Ja. Sobald wir den Tempel verlassen hatten, senkte sich eine massive Steinplatte hier hinab und versiegelte das Portal. Es führte keinen Weg mehr zurück ins Innere. Ja gut, der gute Tim hat ja leider seinen Hund verloren. Das tut mir auch sehr leid. Da fühle ich auch mit ihm. Schmetterling. Ja. Dschungelfieber. Ach, natürlich. So, ein einheimisches Dorf. Ruf minus eins. Was war das? Handel. So, habt ihr was für mich? Leider nicht. Schade. Ach, wir werden wieder verfolgt. Die Ureinwohner beäugten mich misstrauisch, als ich von dann zog. In den nächsten Tagen hatte ich das unangenehme Gefühl, beobachtet zu werden. Ja, klar. Ja gut, erkunden wir mal den Schrein.
Oha. Ein Schrein ragte vor uns empor. Er schien so alt wie die Zeit selbst zu sein. Ich entdeckte einen Eingang auf einer der oberen Ebenen. Wir würden an den Mauern hinaufklettern müssen, um ihn zu erreichen. Gewaltige Risse zierten die Fassade, doch das Gebäude schien sicher genug zu sein, um es weiter zu erkunden. Ja, verwenden wir mal Kletterausrüstung. Ich war froh, die Kletterausrüstung mitgenommen zu haben. Wenige Augenblicke später befanden wir uns wohlbehalten vor dem Eingang des Schreins. Ja gut, ich würde sagen, wenn wir ja schon die Mühe machen, dann nehmen wir auch. Oh mein Gott. Ich würde nicht mit leeren Händen von dannen ziehen. Wir nahmen das Artefakt vom Altar. In dem Augenblick, in dem wir nach dem Schatz gegriffen hatten, begann die Erde zu beben. Wir eilten nach draußen, als der Schrein von der Erde verschluckt wurde und gewaltige Berge aus dem Boden hervorbrachen. Und da sind wieder die einheimischen Krieger. Aber wir können sie überreden, sehr schön. Toll. Verdammt. Und natürlich habe ich auch die letzte Kletterausrüstung verschwendet. Ja. Bitte, lass das die goldene Pyramide sein. Ja. James Sterling flüsterte in dieser Nacht hin und wieder vor sich hin, als würde er mit jemandem reden, den es nicht gab. Ach schade, den Schmetterling können wir vergessen, aber die goldene Pyramide ist unser. Oh, da sind sogar zwei. Ja. Ernsthaft? Eine tödliche Müdigkeit hatte von James Sterling Besitz ergriffen und er erlag den Verletzungen. Einen Tag, also eigentlich direkt als wir die Pyramide trafen, toll. Oh Mann. Ja, schließen wir diese Expedition ab und schauen mal, welche Belohnung wir haben können. Sprengradius, mehr Inventarplätze, ein Verteidigungswürfel, Kompassgenauigkeit und okkulte Vision. Ja, wir machen die okkulte Vision. Jetzt am letzten Tag möchte ich noch versuchen, so viel wie möglich zu erkunden. So, 2100. Gut, wir sind direkt hinten dran. Hinter Alexandra David Neal. Okay, die Zähne will ich behalten. Das verschenken wir. Das verschenken wir. Das verschenken wir. Das verschenken wir. Davon verkaufen wir zwei Stück. Ja, und den Rest verschenken wir. So, und damit sind wir auf Platz 1. Die endlosen prähistorischen Ländereien, die letzte. Jeder ist zu den prähistorischen Ländereien unterwegs. Die letzte Expedition des ersten Spieldurchlaufs. Ich bin gespannt, ob wir es überleben, aber wir werden es erst in der nächsten Folge herausfinden. War schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin gespannt, weil prähistorische Länder, das klingt nach Dinosauriern. Okay, wir sehen uns. Ciao.